خطى الشهيد نمضي ولا نحيد على خطى الشهيد نمضي ولا نحيد في ساحة الحرية عزيمة قوية تفيض بالإصرار لكنكم أشرار. Der Märtyrer der Welt heißt dieser Erziehungsfilm aus Saudi-Arabien. Gezeigt wird er heute palästinensischen Schülern im Westjordanland. Die Computeranimation erinnert an eine grausame Fernsehszene. Ein kleiner Junge sucht mit seinem Vater Schutz hinter einem Betonfass. Dabei werden sie gefilmt. Ein israelischer Soldat erschießt das Kind. Mohammed stirbt in den Armen seines Vaters. Was die Kinder nicht wissen, so war es mit Sicherheit nicht. Aber was geschah damals wirklich, am 30. September 2000 im Gazastreifen? In die Fußstapfen des Märtyrers treten wir, heißt es im Lied. Sie haben ihr Leben noch vor sich, aber sie sollen bereit sein, es freudig zu opfern. So wie ihr Vorbild, Mohammed al-Dura, der Kindermärtyrer. Nicht nur für sie ist unvorstellbar, was inzwischen behauptet wird. Die Szene soll gestellt sein, der Vater nicht verletzt und das Kind nicht getötet. Das Ganze sei eine Propagandafälschung, verbreitet durch den französischen Sender France 2, der Millionen Menschen den Tod des kleinen Mohammed al-Dura meldete, als Tatsache. Mohammed ist tot und sein Vater schwer verletzt. Es war wirklich ein furchtbarer Schock, sich vorzustellen, dass die israelische Armee, das israelische Volk, dem ich mich so sehr verbunden fühle, in der Lage war, so etwas zu tun. Ein Kind vorsätzlich zu erschießen, das ist eine der widerwärtigsten Taten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mit Bomben lassen sich Schlachten gewinnen, mit Bildern Herzen. Bilder von Kindern sind die stärkste Munition, denn sie sind immer Opfer, traumatisiert, verletzt, getötet. Ihr Leid klagt an. Militärisch mag ein Angriff notwendig sein, aber moralisch macht er aus Siegern Verlierer. Nicht nur in Gaza. Weltweit wird Israel verurteilt. Als Kindermörder, als Kriegsverbrecher. Mohammed al-Dura aber soll vorsätzlich erschossen worden sein. Ein kaltblütiger Mord. Festgehalten auf den Bildern von France 2. Aber war es so? Schon einmal haben wir uns mit diesen Bildern befasst und gefragt, wer erschoss Mohammed al-Dura? 2001 reisten wir nach Gaza. Wir sprachen mit dem Vater, besuchten die Familie, den Kameramann und andere Zeugen. Mit vielen ist heute ein Interview nicht mehr möglich. Heute herrscht die Hamas in Gaza und die Menschen haben Angst, offen zu reden. Damals konnten wir noch frei recherchieren, nicht nur in Israel, sondern auch in Gaza. Am Ende stand fest, es ist nahezu ausgeschlossen, dass Mohammed al-Dura von Israelis erschossen wurde. Also von Palästinensern? Das Rätsel war noch nicht gelöst. Schon damals stießen wir auf einen ungeheuerlichen Verdacht. Die Szene sei gestellt. Mohammed nicht tot. Bloße Verschwörungstheorie oder ein unglaublicher Medienskandal? Kehren wir noch einmal zurück zum 30. September 2000. Es war der Tag, an dem die neue Intifada Gaza erreichen sollte. Der Kampftag begann früh. Die Journalisten waren in Alarmbereitschaft. Auch der Kameramann von France 2, Talal Abu Rahme. Er macht sich auf den Weg zur Netzarim-Kreuzung. Ein Brennpunkt jeder Auseinandersetzung, denn hier stand ein großer israelischer Militärposten. Schräg gegenüber befand sich die Mauer mit dem Betonfass. Jene Stelle also, an der sich mittags die dramatische Szene abspielen sollte. Schon morgens waren die Demonstranten da, warfen Steine und Brandsätze gegen den Militärposten, der die Siedlung Netzarim bewachte.
Heute gibt es keine Siedlungen mehr in Gaza. Am 30. September 2000 stand den Soldaten ein harter Tag bevor. Noch vor den Demonstranten kamen die Kameraleute, Vorboten der kommenden Randale. Sie waren da, um möglichst dramatische Bilder einzufangen für zahlreiche Fernsehstationen weltweit. Mittendrin auch der Kameramann von France 2, Talal Abu Rahmeh. Die Situation eskalierte. Gegen Mittag wurde scharf geschossen. Alle gingen in Deckung. Vater und Sohn suchten Schutz hinter einem Betonfass. Neben ihnen ein Kameramann, der kurz darauf floh. Die beiden blieben sitzen. Links unten im Bild die Hand Jamal al-Duras mit einer Zigarettenschachtel. 120 Meter entfernt der israelische Militärposten. Auf der anderen Straßenseite ging Talal Abu Rahmeh in Deckung hinter diesem weißen Kleinbus. 45 Minuten saß er angeblich Vater und Sohn gegenüber und drehte die berühmten Bilder. Als einziger. Und nur eine Minute. Mehr gibt es nicht, sagte uns Charles Enderlin, der Korrespondent, und widersprach damit seinem Kameramann. Wie lange haben Sie sie dort sitzend gefilmt? Vielleicht 6 Minuten. Sie wären überrascht. Jeder denkt, 6 Minuten, das ist doch leicht für ihn. Aber er kennt diese 6 Minuten nicht. Diese 6 Minuten habe ich in 45 Minuten Schießerei auf den Jungen gedreht. Eine Minute oder 6 Minuten? Wie lange hat er die beiden also wirklich gedreht? 2002 konnten wir die Frage nicht beantworten, weil France 2 die Herausgabe des Originalbandes verweigerte. Wo wir aufhörten, machte ein Privatmann aus Paris weiter, Philippe Carsonti, Jude, ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister von Neuilly. Er war Broker, als er die Bilder das erste Mal sah. Er recherchiert auf eigene Rechnung seit 7 Jahren. Ein selbsternannter Wahrheitssucher, für den das Rätsel um Mohammed al-Dura zum Lebensinhalt wurde. Allein gegen alle. Jeder sagte, vergiss die Geschichte. Du bist ein Spinner, wenn du an so eine verrückte Geschichte glaubst. Nachrichten sind Nachrichten und keine Fälschungen, also lass es. Aber er machte weiter und schrieb auf seiner privaten Website, France 2 habe eine Fälschung verbreitet. Das war eine gezielte Provokation. Prompt verklagte ihn der Sender wegen Verleumdung. In erster Instanz hat Carsonti verloren und ist in Berufung gegangen. Einer wie er gibt nicht auf, genauso wenig wie sein Gegner. Für Charles Enderlin, den Autor des Films, geht es um sein Lebenswerk, seinen Ruf als Journalist. This is a libel suit. Das ist eine Verschwörung gegen mich. Die Szene war nicht gestellt. Das Video ist authentisch. Sie können sagen, dass das Kind von Marsmenschen oder Palästinensern oder Israelis getötet wurde. Wir haben diese Bilder nicht gefälscht. Das ist eine Schmierenkampagne gegen mich und France 2 von Leuten, denen meine Bücher, Berichte und Filme nicht gefallen. Verleumdung oder berechtigtes Misstrauen? Zur Klärung dieser Frage ordnet das Gericht die Vorführung des Originalbandes an. Zunächst erstaunt, dass Abu Rahmeh in den vielen dramatischen Stunden vor Ort nur 18 Minuten gedreht hat und von der entscheidenden Szene tatsächlich nur 1 Minute und 15 Sekunden und keineswegs 6 Minuten, wie er selbst behauptet hatte. Es sind zunächst die Bilder, die alle schon kennen. Damals endete der Nachrichtenfilm hier mit dem Kommentar »Mohammed ist tot«. Tatsächlich aber ist jetzt zu sehen, dass danach noch ein Bild kommt. Dieses hier. Das Kind hebt den rechten Arm. Es ist also zu diesem Zeitpunkt nicht tot, wie der Reporter Enderlin behauptete. Es tut mir sehr leid, aber Tatsache ist, das Kind starb. Vielleicht nicht genau in dem Moment, den ich im Bild hatte. Aber so mache ich eben eine Story. Das Kind ist tot, ist ein Statement. Was ist Ihr Problem damit?
Das Problem ist, dass es damit im Filmmaterial jedenfalls keinen Beweis gibt, dass das Kind tot ist. Im Gegenteil. Die letzten Aufnahmen von Mohammed